auch direkt ins Spiel rein. Sehen also die erste Begegnung des heutigen Tages, und zwar die Kopenhagen Wolves gegen SK Gaming. Beide gestern ein bisschen auf die Mütze bekommen. Ja, das wobei stimmt. Man sagen muss, Kopenhagen Wolves waren da auf jeden Fall ein bisschen schneller am Ende. Da hat Reckless auf jeden Fall die da fast im Alleingang zerstört. Ich denke auch, dass SK Gaming ein bisschen unter Druck ist. Sie haben ja zuvor richtig gut gespielt, in den letzten 5 Spielen aber 4-mal verloren. Und das ist so ein kleiner Abtausch. Ne? Man konnte ja bemerken, dass Fnatic ja ähnliche Statistiken am Anfang aufgewiesen hat, nicht überragend gut dabei war, häufig verloren hat und jetzt komplett durchsteht. Und SK, man muss ja bedenken, dass ja immer wieder die Patchnotes aktualisiert werden. Wir sind jetzt auf dem 4-11er, also noch nicht auf dem allermodernsten. Lucian ist hier nicht völlig am Durchdrehen, was seine E-Fähigkeit angeht. Trotzdem muss man sehr, sehr schnell adaptieren und sie versuchen es. Jazzes hat sich jetzt mit dem Seraph angelegt und er muss trotzdem gut gespielt werden. Es ist eine schöne, klassische Kombination. Was ich aber bei Kognar Wolves sehe, ist halt episches Wombo-Combo-Potenzial. Super viel Flächenschaden. Ja, und vor allen Dingen, wenn du das wirklich einmal durchbekommst, dann haust du da auch die Leute weg, weil wenn wir uns anschauen, klar, du hast natürlich eine Möglichkeit, da auch ein bisschen zu entkommen, aber Jazzes, wenn der wirklich einmal nur irgendeinen Fokus abbekommt, sei es von Broken Shard oder auch von Youngbug eventuell, der platzt wirklich sofort weg. Wir haben das gestern auch gesehen, wenn du dich da einmal falsch positionierst, so ein Xerath, der platzt einfach auseinander. Der besteht ja auch nur aus Einzelteilen da. Und, der besteht wirklich nur aus Einzelteilen. Dementsprechend hält er da auf jeden Fall nicht viel aus und da reicht es wirklich, wenn du dem da einmal eine kleine Keule gibst und dann platzt der. Aber er bietet halt auch die Stärken, die zum Beispiel auch ein Six hat. Wobei ich da noch sagen muss, dass er sogar meines Erachtens sogar noch viel mehr Schaden machen kann als ein Six, weil der Schaden innerhalb von so kurzer Zeit kommt. Das Minenfeld, klar, eignet sich gut dafür, zum Beispiel Leute auch wegzudrängen. Ja. Aber bei Xerath ist es ja wirklich so, sobald du die Schockkugel triffst, triffst du auch all deine anderen Zauber automatisch. Und im Teamfight manchmal haben wir gesehen, da sind Leute auf halbes Leben. Er macht einfach nur die Ulti und alle Leute sind so panisch. Ja. Und flashen rum und haben solche Angst vor dem Schaden einfach, den diese Ulti macht. Aber man muss dazu sagen, man muss sie auch landen. Also es ist nicht so ganz so einfach. Zumal ja die Mobilität dann wirklich für den direkten Kontrahenten spricht. Dann rated mit dem Auspagen gut dabei. Unlimited kassiert ein kleines bisschen, gar keine Tragödie. Sie wollten halt jetzt ein kleines bisschen Sven Skeren decken, damit er sich mit dem Red Buff beschäftigen kann. Jetzt rotiert er auch sofort wieder nach oben. Das ist natürlich der große Vorteil von Evelynn. Sie kann sich hier unbemerkt dran schleichen, vielleicht sogar hier Broken Shard so ein kleines bisschen überrumpeln. Ja, er sollte auf jeden Fall aufpassen. Ne, Evelynn schon in den frühen Leveln auch sehr gefährlich. Broken Shard hat ja nur seine normale Kombination. Ja, man sieht auch, dass Evelynn da so ein bisschen von hinten kommt. Sven Skeren ahnt natürlich, dass er da den Red Buff macht. Und er wird jetzt hier auch gesehen, muss sich da auch zurückziehen. Red Buff hat er sogar nochmal bekommen. Eventuell kommt er hier nochmal weg. Ja, sehr oh, schön gemacht. Soren. Genau, er war direkt vor Ort, ja. Kann er mit dem Schild arbeiten. Und schade, Jazzes konnte nicht irgendwie gegenarbeiten. Es wurde auch kein Flash oder ähnliches verwendet. Broken Shard nutzt da seine Standardmobilität mit der Lanze. Hat gut geklappt und Sven Skeren hat jetzt viel Zeit verloren. Kann sich zwar trotzdem mit dem gestohlenen Red Buff, denke ich, anfreunden. Geht es so schnell, wie es geht zum Blue. Ist aber langsamer gewesen im Nachhinein. Ja, also es wäre auf jeden Fall interessant gewesen, wenn Jazzes da auch hingegangen wäre. Er hätte ihn ja sofort betäuben können nach dem Lanzensprung. Und dann hätte man eventuell sogar noch einen Flash rausziehen können. Wir sehen auch, dass auf der Botlane momentan auch Wula einen sehr guten Job macht. Man muss auch dazu sagen, dass am Anfang wirklich Tristana so ein paar kleinere Probleme hat. Aber je länger das Spiel geht, sie bekommt ja auch mit jedem Levelaufstieg mehr Reichweite. Richtig. Und nicht nur mehr Reichweite, was ihre normalen Angriffe angeht, sondern zum Beispiel auch ihre Schaden über Zeitfähigkeit bekommt auch mehr. Dementsprechend kannst du dem Gegner damit noch ein bisschen mehr auf die Nerven gehen. Oh, schön gemacht hier von den Rated. Wieder mit dem Auspeitschen gearbeitet. Dann nutzt er die Mobilität aus, aber sein Flash bereits draußen. Heilung wurde auch gezündet. Das war's. First Blood hier, Sven Skeren. Wunderbar gemacht. Man hat sich quasi das etwas weniger mobile Ziel gesucht. Wobei natürlich Unlimited wirklich sich größte Mühe gegeben hat. Schöne Idee mit dem Sprung. Hat aber auch sein Schild nicht verwendet. Ja, das hat er auch nicht verwendet. Das liegt aber auch daran, er ist noch Level 2. Hat also das noch nicht geskillt. Ja. Hat natürlich seinen Winterbiss und seinen Sprung, hast du dir erwähnt. Hat natürlich versucht, da dementsprechend auch zu entkommen. Und ja, das ist auch genau richtig, dass man da auch wirklich auf Braum geht. Weil Tristana, der Raketensprung, hat so eine krasse Reichweite. Du kommst da so weit weg. Dann noch in Verbindung mit dem Flash, dann da bekommst du einfach niemanden. Wobei ein Raider da natürlich mit dem Auspeitschen gut arbeiten kann. Also man kann dann denjenigen in der Luft abbrechen. Das ist halt so eine kleine Schwäche, die Tristana mitbringt. Das ist halt kein Ezreal, der mit dem Arcane Shift sauberer wegkommt. Broken Shard jetzt geduldig und Candy Panda und ein Raider, sie bleiben einfach. Ihnen ist das völlig egal. Hätten noch, glaube ich, in der Vasallen sogar recht gute Karten gehabt. Ja, also die Vasallen machen ja am Anfang einfach extrem viel Schaden und Sven Skeren wieder auf dem Weg zur Toplane. Youngbug sollte da auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Er hat da wenig Mana zur Verfügung und Freddy kann ihm da auch schon ein bisschen Schaden machen. Ne? Er zieht sich nochmal mit dem Bauch einmal zurück, hat das Ganze so ein bisschen gewittert. Wir sehen auch, dass Sven Skeren sich nochmal zurückgezogen hat. Hat sich auch das 1-1 nicht geleistet. Also der Bauchrammer ist ja wichtig zum Entkommen.
Man hätte sich, denke ich, mit dem Red Buff prügeln können, aber ist auch Level 5. Ja, und das ist schon sehr schmerzhaft. Wir sehen auch, dass Broken Shard und Swinscaren sich hier so ein bisschen begegnen. Aber man möchte sich natürlich hier die großen Wölfe auch schnappen. Aber auch Orianna ist auf dem Weg. Also Swinscaren, du könntest da eventuell Probleme bekommen. Aber der Schaden, den hier Broken Shard bekommt. Wow. Wow, er konnte noch nicht mal unterstützt werden. Aber Swinscaren kriegt ja das Fass auf den Kopf. Und dann ist es vorbei. Und da sieht man einfach, wieso Evelynn so stark ist. Sie macht in den frühen Minuten schon so viel Schaden. Broken Shard konnte da überhaupt nichts machen. Das Schild von Soren kam noch nicht mal an. Das Ding ist ja, dass gerade auch deshalb bei der Begegnung von Fnatic, dass sie ja Rivenor durchgekriegt haben, weil dieses Triumvirat gebannt wurde. Evelynn verprügelt sich trotzdem 1 gegen 1. Sie ist vielleicht nicht so stark wie Lee Sin, also da würde sie das direkte Duell verlieren. Aber der Hassausbruch ist so kräftig und Jarvan hat ja nur seine Kombination. Ja, und die macht auch lange nicht so viel Schaden wie diese Zauber von Evelynn, das muss man dazu sagen. Dementsprechend ist sehr gefährlich und vor allem, sie ist erst Level 3. Ja, also, da sieht man immer einfach noch schon, wie extrem dieser Schaden ist. Soren schon Level 6, also ja, man ist hier, versucht hier natürlich hier ein bisschen auch den Gank an den Mann zu bringen. Wird hier natürlich aufgedeckt von der Pink Ward. Ja, man traut sich auch nicht mal, die Pink Ward zu zerstören, weiß natürlich, Soren ist da auf dem Weg. Hat auch seine Schockwelle zur Verfügung. Swinscaren Muster, das Weigerung schön hier gemacht mit der Standard und der Schockwellenkombination. Die Laterne kam ein bisschen zu spät. Trotzdem, ja. Swinscaren sicher, das ist entscheidend. Das ist auf jeden Fall entscheidend und ja, wäre natürlich ärgerlich gewesen, wenn man hier eventuell sogar noch den Drachen angegriffen hätte, dann diesen noch gezwungen hätte, hier Swinscaren vielleicht zu töten. Aber wir sehen auf der Botlane wirklich, ja, machen beide inzwischen einen guten Job. Candy Panda ist wieder ein bisschen rangekommen, Haken sitzt hier nochmal auf Unlimited Schild, wird hier auch direkt rausgeholt, aber ja, da will man auf jeden Fall noch nicht viel mehr folgen lassen. Und wir können auch schon bemerken, dass beide AD Carries so ein bisschen ein anderes Itembild fokussieren. Wulite hat sich mit der Spitzhacke ausgerüstet, wird da mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf die Klinge der Unendlichkeit gehen. Ist auch sehr modern aktuell. Ein bisschen mit Glück verbunden, weil der kritische Schaden durchkommt, weil nicht. Bei diesem aktuellen Patch ist Lucian immer noch sehr, sehr stark und vollkommen unabhängig, was sein Support angeht und auch sein Itembild. Es gibt Spieler, die versuchen, die Klinge der Unendlichkeit zu holen. Es gibt Spieler, die die Klinge des gestürzten Königs wählen. Beide haben ihre Vorzüge, keine Frage. Gerade auch bei dem Doppelschuss, den er mit der Passiven quasi nutzt, kann ja auch quasi kritischen Schaden verursachen. Ja, und das ist auf jeden Fall sehr schmerzhaft, wenn man vor allen Dingen auch die Klinge der Unendlichkeit zum Beispiel hat. Ich bin sehr gespannt, inwiefern die Änderung von Lucian da sich auch auswirken wird auf dem Itembild. Ob man da wirklich nur noch ein Itembild baut oder vielleicht auch einen komplett anderen. Viele vermuten ja schon, man baut ein bisschen Abklingzeitreduzierung, um halt auch sehr schnell und sehr oft sich fortbewegen zu können. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ja, auf den einen oder anderen Post macht ihr schon der Blucian. Genau, der Blucian, der war auf jeden Fall schon da so ein bisschen angedeutet. Und wir sehen auch in der Mitte, wir haben es auch gestern eigentlich jedes Spiel gesehen, immer dieser klassische Itembild mit Affins Unheiligen Gral. Das ist auch ein so starkes Item. Es gibt einfach so viele Allround-Stats, die du als Mage in der Mitte auch benötigst. Ja, man kommt um den Gegenstand nicht drum herum. Es gibt noch die Kombination, dass man sagt, okay, man spielt gegen einen AD-orientierten Champion, wie zum Beispiel Yasuo, den wir auch lange nicht mehr gesehen haben, obwohl wir ein paar Mal frei waren. Also ja. Es ist wirklich von Woche zu Woche unterschiedlich, wer dann quasi der Pick der Woche ist. Aktuell natürlich Gragas, sehr, sehr häufig gesehen. Und Orianna bahnt sich auch ihren Weg, weil sie natürlich durch Konstanz glänzt, aber auch, wie man teilweise sehen konnte, durch Schaden. Wobei man sagen muss, Swinscaren hat es vom Level stark aufgeholt. Ja, das auf jeden Fall. Und man muss dazu sagen, dass auch gerade solche Picks wie Yasuo auch immer sehr davon abhängen, was sie für Teammitglieder haben. Du musst halt dein Team immer so ein bisschen um den Yasuo rumbauen. Also wir haben es ein paar Mal, glaube ich, gesehen, dass wir wirklich eine Yasuo-einzige Knock-Up-Fähigkeit, also mit denen du den Gegner hochwerfen kannst. Und das ist dann halt echt fatal. Der Schaden von Jazz ist natürlich noch nicht allzu hoch, kommt nicht mal durch das Schild von Soren. Aber er hat natürlich auch geringe Abklingzeiten, also kann da relativ häufig auch Soren mal so ein bisschen Schaden zufügen. Aktuell auch mit dem Blue Buff ausgestattet, ist selbstverständlich auch ein Vorteil. Trotzdem, Soren ihm da so ein kleines bisschen überlegen. Wulite konnte da wegspringen. Glücklicherweise hat ja hier Tristana hohe Mobilität an sich. Ist damit auch ein sicherer Pick. War auch vom Farm her lange überlegen. Also Wulite macht da seine Sache gut. Wird sich jetzt, denke ich, zurückziehen. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich das beste Freundeschwert leisten kann. Das ist ja wirklich sehr kostenintensiv. Nein, sieht nicht so aus. Schuhe hat er sich nochmal gegönnt, um mobiler zu sein. Ist auch jetzt aktuell Candy Panda ein bisschen überlegen. Ja, wir sehen auch, dass Swinscaren hier unten auf der Botlane schon wartet. Will da eventuell auch einen Gank wagen, aber momentan ja nicht mal einer auf der Lane. Also da muss man sich auf jeden Fall erstmal zurückziehen. Wir sehen auch, dass Candy Panda und Enrated sich da nochmal zurück teleportieren. Teleport von Freddy jetzt auch draußen, also hat sich da relativ schnell wieder auf die Lane begeben. Und ja, das ist halt der Vorteil an Gragas. Du kommst halt, du kannst gegen fast jeden auf der Toplane super sicher spielen. Yep. Dir kann da eigentlich niemand wirklich am Anfang das Wasser reichen. Und wenn du dann wirklich auch die ein oder anderen Items hast, dann bist du auch echt tanky.
ohne Ende. Wobei man sagen muss, im koreanischen Raum zum Beispiel spielt man ja Gragas auch zum Beispiel auf Fluch des Lichts und direkt auf den leeren Stab oder die Maske eventuell noch dazwischen gejagt. Das konnte man bei der OGN beobachten, dass er das genau dieses Item gewählt hat, auch gegen eine Shyvana. Also wirklich gegen einen Champion, der einen doch schon fertig machen kann. Hier aber aktuell Katalysator, ganz klassisches europäisches Bild, kann man vielleicht dazu sagen. Es ist auch sicherer. Also man muss bedenken, je kräftiger man einen Champion baut, desto mehr Fehler kann man sich erlauben. Und wie gesagt, es sind ja auch alles Menschen, die hier ihr Bestes geben. Ab und zu gibt es das ein oder andere unschöne Manöver. In allem muss man aber sagen, dass natürlich wirklich die Erfahrung für diese Leute spricht. Die sind ja wirklich in der LCS viele, viele Spiele dabei gewesen, offensichtlich. Komangos scheint ja ein bisschen technische Probleme zu haben. Ja, so, und scheint da ein paar Probleme zu haben. Und das sollte natürlich so schnell wie möglich behoben werden. Und ja, das ist vollkommen richtig mit dem Gragas. Aber der Vorteil an Fluch des Lichts zum Beispiel ist ja auch, dass das Kampfpotenzial einfach dadurch steigt. Direkt im direkten 1 gegen 1. Und das sind wir nicht. Das sind wir definitiv. Das sind wir eventuell in einigen Jahren. Genau. Vielleicht haben wir uns dann auch schon so verändert. Und das ist halt der große Vorteil, wenn du so aggressiv spielst, dann machst du natürlich auch dementsprechend mehr Schaden, aber musst auch viel vorsichtiger sein. Und wir wissen ja, die Europäer, die sind vorsichtig ohne Ende. Ja. Und dementsprechend baut man dann auch vorsichtiger. Und ja, das ist auf jeden Fall momentan noch nicht so richtig angekommen im europäischen Bereich. Sind wir aber auf jeden Fall gespannt, ob das dann in Zukunft vielleicht auch mal passieren wird. Spiel hat sich wieder beruhigt. Soren scheint da seine Probleme im Griff bekommen zu haben. Und hier kümmert man sich eventuell sogar relativ spät eigentlich für den Drachen. Europäisch. Europäisch, ja. Aber man muss dazu sagen, man macht ja eigentlich auch häufig jetzt schon in Minute 3, 4 so um den Dreh den Drachen. Also da ist Minute 10 der erste Drache eigentlich schon recht ungewöhnlich. Man wollte halt sicher gehen. Man hat ja bemerkt, dass die ein oder anderen Kills abgegeben wurden. Also auch gewisses Risikopotenzial bei den Kopenhagen Wolves gegeben, weil Svenskeren ja schon mit den 2 Kills wirklich stabil steht. Hat auch hier seinen Elderlister zur Verfügung. Sucht jetzt die Botlane auf, so ein bisschen gereizt natürlich, weiß, alles klar, ihr habt hier den Drachen vernichtet, mehr oder weniger ohne mich. Und hier ist ja die Problematik. Man weiß, dass Unlimited relativ unmobil ist. Natürlich kann er durch die Kante springen, ist aber attraktiver als Ziel als Wulite. Aber er hält auch einiges aus mittlerweile. Ja. Und dementsprechend muss man darauf aufpassen, und vor allen Dingen auch richtig kalkulieren, ob man ihn überhaupt bekommen kann. Denn wenn du da wirklich alles in ihn reinjagst und dann kommt er da wirklich noch mit 100 Leben weg, dann ist das natürlich nicht ganz so, hat sich das nicht ganz so gelohnt. Man wird aber auch vor allen Dingen von Wulite verprügelt werden. Ja, also das sollte man nicht unterschätzen. Wobei man sagen muss, er hat momentan echt immer noch gerade einmal, in Anführungsstrichen, die Spitzhacke. Die gibt ihm natürlich auch 25 Angriffsschaden, aber ich sag mal, Candy Panda, sein Itembild ist so ein bisschen variabler. Hat da ein bisschen mehr Lebensraub auf jeden Fall, als Wulite mit den 2 Doranskling. Aber er verlässt sich auch wirklich komplett auf dieses Item. Also hat auch nur eine Doranskling. Man muss aber dazu sagen, dass auch gerade durch die Änderung der Dorans-Klingen ja auch die Klinge der Unendlichkeit zum Beispiel auch attraktiv geworden ist, weil man nicht mehr einen festen Wert bekommt an Lebensraub, sondern diese 3%. Und die lohnen sich halt, wenn du wirklich ein, zwei Dorans-Klingen hast, lohnen sie dich sofort, sobald du die Klinge der Unendlichkeit hast, weil du einfach hohe Crits machst und dadurch dementsprechend auch sehr viel Leben zurückbekommst. Das war auch früher so ein, ganz früher so ein recht interessantes Itembild, wo man halt das vampirische Zepter sich gegönnt hat und dann die Klinge der Unendlichkeit, um mehr oder weniger einen Blutdurster-Abklatsch in den Händen zu tragen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, manchmal muss man halt auch einen Schritt zurück machen, um 2 nach vorne zu tätigen. Wie gesagt, die Dorans Klingen waren ja früher schon mit Lebensraum ausgestattet und jetzt quasi wieder der absolute Klassiker. Enrated mit der Laterne, kann Candy Panda immer wieder schützen. Hier ist aber die Frage, ob sich die Lane so ein bisschen aggressiver gestaltet, weil wenn man bedenkt, dass beide in aller Ruhe farmen, Candy Panda muss da das Weite suchen, kann der Gletscherspalte nochmal entkommen. Box wurde auch sehr, sehr vorsichtig nochmal platziert, hat dann die Leute geschützt, weil die Problematik ist, Tristana ist im Late Game den Beast. Ja, definitiv, gerade allein durch diese Abklingzeitreduzierung, wenn du jemanden tötest oder bei einer Tötung mithilfst, dann kannst du den Raketensprung direkt nochmal einsetzen. Du kannst mit dem Buster Shot Leute von dir weghalten und mehrere Leute gleichzeitig sogar wegdrücken. Richtig. Und den Schaden, gerade durch die Angriffstempoerhöhung, das darf man echt nicht unterschätzen. Und wenn er da seine Klinge der Unendlichkeit hat, dann wird es da echt zu abartigen Schadensquellen kommen. Broken Shard schnappt sich hier nochmal den Red Buff. Ist auch sehr schade, dass Enrated da gerade seine Kombination nicht landen konnte. Hat dann natürlich versucht, mit dem Auspeitschen und den Gegner in die Box reinzujagen. Reinzupeitschen. Hat dann nicht ganz geklappt. Aber momentan muss man sagen, wirklich eigentlich alles relativ ausgeglichen. Lediglich in der Mitte so ein kleiner Vorteil zu sehen. Wobei da man auch nicht mehr von klein reden kann. Ja. Über 20 Vasallen in der 13 Minute, das ist schon eine bedrohliche Zahl langsam. Das Ding ist ja auch, dass eine Orianna besser in der Lage ist, die Camps mehr oder weniger zu vernichten. Sicherlich bietet auch Seraph viel Flächenschaden, aber bei Ori muss man bedenken, sie kann ja den Schild auf sich brechen. Und wenn der Ball
nach dem Sprechen des Schildes durch einzelne Ziele fliegt, richtet er auch Schaden an. Das ist halt das wirklich Nützliche bei ihr. Ist also kräftig und gleichzeitig in der Lage, sich mit den Camps anzulegen. Man merkt es ja auch immer wieder hier auf der Karte, dass sie sich diese gönnt. Und somit entsteht auch ein großer Vorteil. Sora nutzt das so gut wie es geht aus. Es ist ein unangenehmer Vorsprung, der sich jetzt auch schon in den Items widerspiegelt. Aber Jesus driftet doch ein bisschen ab. Ne? Er holt sich den Kelch und sofort den unnötig größten Schaden. Ja, das ist so ein bisschen ein Twist in seinem Itembild, der da zu sehen ist. Wobei man auch sagen muss, er hat jetzt nicht so die großen Mana-Probleme. Er hat ja seine Passive immer noch und kann dann eher auf große Fähigkeitsstärke-Werte setzen, um halt dann auch dementsprechend sehr viel Schaden mit seiner Ulti, die ja wirklich schon als Assassination eigentlich gilt, ja, die ihn ja wirklich eigentlich schon zu einem Assassinen macht, kann man sagen, macht er natürlich sehr viel Schaden dann mit der Ulti und kann dann auch eventuell andere Lanes unterstützen. Niedermähen geht nochmal von Candy Panda so ein bisschen raus, kann da auch noch den ein oder anderen Vasallen erledigen und ja, das ist, haben wir noch nicht gesehen bei Xerath jetzt momentan, aber er wird sich auf jeden Fall da was bei gedacht haben. Genau. Hoher Schaden ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man muss ja bedenken, die Ultimate hat einen Grundschaden von 600 auf der ersten Stufe und man darf dann natürlich wunderbar noch die Fähigkeitsstärke dazu rechnen. Natürlich nur zu einem gewissen Prozentsatz, das ist offensichtlich. Eine 1:1 Skalierung hat nur fast gar keine Champions, muss man dazu sagen. Youngbuck immer noch gut dabei. Toplane ist total verhalten, ganz klassisch. Noch völlig anderen Map. Ist auch, denke ich, in Ordnung. Stab der Zeitalter können wir da bemerken. Und Freddy geht so eine Mischung. Ja, setzt dann natürlich auch ein bisschen Magieresistenz. Ist auch wichtig gegen Gragas, der ja mit dem Stab der Zeitalter nicht nur tanky wird. Sven Skerrin ist hier auf dem Weg. Youngbuck kann hier natürlich mit seinem Bauchrammer sofort entkommen. Und ja, das ist das Problem an Evelynn. Du hast zwar Schaden, aber so ein Gragas, der haut da einfach mit seiner Wampe einfach weg. Und du kannst da auch nicht mehr rankommen. Klar, du hast den Red Buff und kannst eventuell auch jemanden verlangsamen. Aber Gragas hat ja auch nicht nur die eine Möglichkeit. Sein Fass verlangsamt die Gegner auch. Und zugleich kann er noch seinen Explosivpass benutzen, um halt Gegner auch wegzuschleudern. Ja. Also ihn da zu ganken ist ähnlich wie mit Shyvana. Extrem schwer einfach. Und deswegen eignet er sich auch perfekt einfach für die Toplane. Manchmal ist es aber auch so, dass man versucht als Jungler einfach nur Druck aufzubauen. Und zu sagen, okay, hier, ich bin da. Pass bitte auf, also du bist hier nicht vollkommen vogelfrei. Wie gesagt, Freddy muss halt schauen, dass er vom Farm her da hinterherkommt. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Also die Möglichkeiten, wie Youngbuck entkommt, auch eventuell sogar mehrere Leute weghält, ist einfach nur super gut. Was ihm halt jetzt aktuell an einigen Spells an Schaden fehlt, macht er durch halt die Verlangsamung bzw. die Utility, wie man sagt, sehr, sehr gut weg. Spiel an sich bleibt aber sehr, sehr verhalten. Ja, sehr verhalten. Man kümmert sich, wie gesagt, nur um die großen Objekte. Drache in wenigen Sekunden wieder da. Hier hat nochmal Sören meine ich natürlich, kurz versucht hier, sich den großen Geist zu schnappen. Hat nicht ganz geklappt. Man versammelt sich auch so ein klein wenig auf der Botlane. Ah, Broken Shard ist ja auch auf dem Weg. Also hier könnte es eventuell zu einem etwas größeren Kampf kommen. Will man natürlich schauen, dass man hier Candy Panda bekommt. Haken sitzt auch. Ein Rated kann da aber sehr, sehr viel wegstecken. Schön mit der Gletscherspalte gearbeitet. Muss da weg schon. Schafft es aber nicht ganz. Wenn Xeren bekommt da den Kill. Broken Shot kommt ein bisschen später dazu. Ein Rated kommt hier sogar. Nein, er kommt nicht weg. War ganz knapp. Woolite wird hier, denke ich, auch nicht verbrennen. Candy Panda da sofort vernichtet worden. Die Ultimate hat einmal getroffen. Aber die Schockwelle macht guten Schaden. Er hat das sogar noch überstanden. Heilung sei Dank, Sören da im richtigen Moment reagiert. Ja, ärgerlich vor allen Dingen, dass Jesus nur eine seiner drei Kugeln treffen konnte. Das hat natürlich dann auch an Schaden, da hat es einfach an Schaden gefehlt und hätten wirklich zwei getroffen, dann wäre Broken Shard auch gestorben. Das ist echt ärgerlich und das ist halt die große Schwachstelle an Xerath. Klar, die Ulti macht viel Schaden, aber du musst natürlich auch die Projektile erstmal landen. Hier sehen wir nochmal eine kleine Wiederholung. Todesurteil wirklich sehr gut auf Unlimited. Er bekommt auch extrem viel Schaden und Candy Panda schon sehr wenig Leben. Muss sich ja auch zurückziehen und jetzt sieht man einfach, Woolite macht da schon sehr viel Schaden. Kann ihn da mit dem Buster Shot nochmal wegschießen und das ist halt der große Vorteil an Tristana. Sobald du einen Kill machst oder eine Unterstützung erfährst, dann kannst du direkt wieder wegspringen und da sieht man es. Nur eine Kugel getroffen. Und die Schockwelle kommt da natürlich auch ideal mit der Heilung von Sören. Ja. Das ist wirklich extrem gut gemacht. Vor allem vom Schaden her war das ein sehr, sehr robuster Wert. Mit denen erstmals den Skerrin nicht gerechnet hat. Er hat wenig Magieresistenz, hat nur die Basiswerte, vielleicht noch ein bisschen durch Ruhen und Meisterschaften, das ist klar. Hat sich jetzt auch sofort mit dem Gürtel der Riesen angefreundet. Muss er natürlich schauen, dass er seine Rolle erfüllt. Und also quasi glänzt mit normalen Schaden, mit magischen ebenfalls. Sehen wir schon, die Rotation erfolgt immer wieder zum Drachen. Die Kopfmalenwurfs fühlen sich halt aktuell im Vorteil, aber man darf halt den Kontra nicht unterschätzen. Woolite hier guten Abtausch geleistet. Sie ist aber sofort an Haken genommen. Er muss die Laterne nehmen, er traut sich aber nicht. Bleibt hier vorsichtig. Ich glaube, hier war die Kommunikation nicht gestört. Ja, da hätte man auf jeden Fall was machen können. Kopfmalenwurfs haben sich hier den Dragon geschnappt. Husvenskeren kriegt auch Probleme, wurde kurz betäubt. Das Niedermähen geht nochmal raus, aber die Ultimate von Jarvan hervorragend geeignet. Man wird sich hier hin und her schießen, Sören, aber mit dem kritischen Schaden.
beziehungsweise mit den Fähigkeiten seiner Passiven gut dabei. Oh, Jesus hat die Betäubung nicht ganz getroffen, konnte aber limited verteidigen. Und der Schaden ist enorm. Hier trifft er auch die Ulti. 3 Kills hier für ihn, wunderbar besorgt. SK nun wieder auf dem Weg. Ja, man hat trotzdem den Drachen bekommen, also das vom Gold auf jeden Fall ein kleiner Vorteil. Wobei man sagen muss, 3 Kills auf Xerath. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung, wirklich sehr schön gemacht, dass Broken Shard da auch den Drache bekommt. Sven Skeren wird da sogar direkt auch betäubt. Die Markierung von Unlimited natürlich extrem stark. Wird da auch eingesperrt im Kataklysmus, aber ja, Kenny Panda, dass er da sogar noch die Tristana, also Wulheit, zerstören konnte, das war natürlich nicht schlecht gemacht. Und Unlimited weicht dir auch sehr schön der Schockkugel aus, aber ja, wenn du einmal so stark verlangsamt bist, dann reicht da wirklich die Ulti und du kommst da auch nicht mehr weg. Ja, er hätte sogar mehr oder weniger ohne Ulti noch drauf setzen können, ihn vielleicht abzuholen, aber das ist ja ebenfalls mit Risiken verbunden, zumal auch die Abklingzeit seiner Ulti nicht überragend hoch ist, also kann es definitiv gut benutzen. Für ihn war es aber entscheidend, er hat ja ebenfalls jetzt nur 3 Kills, steht wunderbar, ist Soren ein bisschen noch unterlegen, was die Schuhe angeht, aber die wichtigsten Kernelemente mit der Todeshaube und mit dem Unheiligen Gral hat er zur Verfügung, stellt immer doch eine große Bedrohung dar und das halt auch auf eine andere Art und Weise. Also wir konnten bemerken, Soren sollte natürlich die Schockwelle auf möglichst viele Ziele treffen, weil der Grundschaden dieser Fähigkeit ist nicht übertrieben, liegt jetzt aktuell bei 250 auf der zweiten Stufe und die Ration natürlich bei 0,7, was einem Standardwert entspricht, muss man sagen. Deshalb gilt es auch, möglichst viele Ziele zu treffen. Ja, und deswegen, das ist auch nicht so einfach, muss man wirklich dazu sagen. Jesus hat sich hier nochmal den Blue Buff geschnappt und ja, wir können auch sehen, dass beide Jungler wirklich nach dem aggressiven Jungle-Item auch defensiv bauen. Ja. Und das muss auch einfach zwingend sein. Weil der Schaden einfach, den hier die verschiedenen Champions machen. Jesus bekommt hier so viel Schaden, dass er nicht mal mehr davonkommen kann. Er hat auch keine Beschwörerzauber mehr zur Verfügung. Aber man hat gesehen, was für eine einfache Kombination da von Soren gereicht hat. Und du hast halt als Xerath wirklich nur deine Beine. Und da kommst du echt nicht mehr davon. Zumal ja auch Broken Shard noch seine Ultimate zur Verfügung hat. Ja. Also da ist das Kombinationspotenzial mit Orianna Granat. Also er hat so viele Ziele, die er da wählen kann. Auch Braum wird dann später eine große Rolle tragen, wenn man die Gegner erstmal massenweise einsperrt und dann natürlich noch mit der Gletscherspalte nachsetzt. Können wir auch schon bemerken, dass der Turm jetzt in der Mitte ordentlich angegangen wird. Der Schild von Java nicht der kräftigste, wenn keine Champions in der Nähe sind. Aber zusammen mit, dem Schild von Orianna natürlich schon um einiges kräftiger. Er hat ja schon einiges an Fähigkeit, Stärke gesammelt. 5-1 steht ja. Beide Midlaner wirklich machen da einen guten Job, haben schon ordentlich viele Kills abgeholt. Ja, in Rated versucht er natürlich Broken Shard so ein bisschen in die Mangel zu nehmen. Aber Youngbar kriegt auch extrem viel Schaden, muss man sagen. Also er hat noch nicht die Magieresistenz. Denn Shyvana, klar, sie macht auch physischen Schaden, aber das Ausbrennen zum Beispiel macht ja magische Schaden. Und ja. Diesen Schaden darf man nicht unterschätzen. Also da sollte man auf jeden Fall sich ein bisschen mit Resis ausstatten. Wulheit hat sich hier um den Turm auf der Botlane gekümmert. Ist auch am Pinkwart freigelaufen. Ja, das... Okay, jetzt hat er ihn geholt. Okay, das hat mich auch gerade ein bisschen irritiert. Hat auch schon seine Klinge der Unendlichkeit und macht dementsprechend natürlich auch mit den Crits extrem viel Schaden. Das konnte man auf der Botlane beobachten, wo sich auch Candy Panda nicht nochmal getraut hat, gemeinsam mit den Rated reinzugehen. Weil es kann einfach sein, dass da wirklich so ein Lucky Crit quasi durchkommt. Du kriegst ja schön 250% Schaden, das ist ebenfalls ein unangenehmer Wert. Plus natürlich Meisterschaften, die das ja auch prozentual verstärken, wenn man sehr viele Lebenspunkte bereits vermisst. Und da merkt man auch, dass da Candy Panda vorsichtig bleiben will. Hat auch aktuell von den Statistiken her eher die Orientierung am Support. Ja, vor allen Dingen darf man auch nicht vergessen, Candy Panda ist sehr darauf angewiesen, auch Mana zu haben. Ja. Und um halt auch seine Zauber zu benutzen und dementsprechend seine Passive auszunutzen. Und man sieht ja schon, der Schaden von Wulheit da auch an den Vasallen extrem hoch. Kann da sogar mit dem Schaden über Zeitzauber auch dafür sorgen, dass man nicht so stark geheilt wird. Ja. Und das ist ja gerade für Candy Panda extrem nervig, weil er nicht nur die Heilung hat, sondern natürlich auch noch den Effekt von seiner Klinge des gestürzten Königs nicht effektiv benutzen kann, weil er einfach weniger Heilung bekommt. Das ist auch so ein einfaches Mittel, um einfach nur Tristana als sehr, sehr guten Champion dastehen zu lassen. Nicht nur die Reichweite im Late Game und vor allem das Potenzial, worüber wir vor uns schon geredet haben, um sich selbst zu kümmern. Ne? Wir werden ja merken, dass Freddy ausrasten wird. Ne? Er wird Soren als Ziel haben, wird auch eventuell sich auf Wulheit stürzen. Und Wulheit schießt einfach auch volle Wucht den Drachen einfach weg. Ja. Wir sehen auch, dass Jesus da wirklich einen guten Job gemacht hat, gerade mit der Betäubung. Konnte da Broken Shard so ein bisschen abhalten. Na, er kümmert sich jetzt hier auch nochmal um eine Ward. Hat sich da auf jeden Fall nochmal ein bisschen Gold geschnappt. Und in knapp einer Minute wird der Drache wieder da sein. Also da sollte man dann auch dementsprechend hinrotieren. Und Jamba kriegt schon echt viel Schaden. Also man sieht, Freddy hat da schon sein Item zur Verfügung. Und dementsprechend da auch alles, was er braucht. Und er hat sich auch mit ein bisschen Magie ja auch schon ausgestattet. Ja, definitiv. Also versucht da natürlich Schaden zu kompensieren, das ist klar. Und die Klinge des gestürzten Königs ist so in den meisten Fällen der einzige Gegenstand aggressiver Natur, den sich eine Shyvana gönnt.
Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ein Raider fängt da mit dem Schild ordentlich viel Schaden von dem Niedermähen ab. Nur eine kleine Belagerungssituation, aber sowohl Sorin als auch Jesses können mit diesen Situationen gut umgehen. Ja, sie können sehr schnell die Vasallen erledigen und ja, wieder schön gemacht. Oh, er flasht aber trotzdem weg. Hat auf jeden Fall Angst gehabt, dass die Betäubung nicht so lange hält. Man hätte ja immer noch flashen können, wenn man in dem Kataklysmus steht. Das wäre auf jeden Fall noch gegangen. Also da ist man wirklich auf Nummer sicher gegangen. Hat jetzt aber natürlich für die nächsten Minuten jetzt erstmal kein Flash zur Verfügung. Das gibt dem Gegner ordentliche Möglichkeiten. Freddy wird hier Schaden bekommen. Sehr schön mit dem Raketensprung gearbeitet. Und das ja, war's. Er kommt da nicht mehr weg. Und das ist halt das Problem. Freddy hat zwar seinen Flash benutzt, aber für Tristana ist das nur ein Zauber, den er da benutzen muss. Und dieser wird sogar direkt resettet, sobald man einen Kill bekommt. Und ja, das ist natürlich extrem ärgerlich. Ja, zumal auch er an seinen Statistiken halt arbeitet. Das sind vor mir ungefähr gleich, sind keine großen Unterschiede, aber 2-1-2 ist natürlich um einiges kräftiger, wenn man bedenkt, dass Kenny Penner nur Assists aktuell bekommt. Hat aber seine wichtigsten Gegenstände, ne? Klinge des gestürzten Königs, auch die Geisterklinge, die bei Aktivierung seine Ultimate um einiges verstärkt, hat da seinen Nutzen. Kümmern sich jetzt auch so schnell wie es geht um den Drachen und wenn sie den erledigen, ist das Spiel sehr, sehr ausgeglichen, was das globale Gold angeht. Aber Broken Shard da unterwegs, stürzt sich sofort hier auf Jess Wooler, der sehr aggressiv nach vorne gegangen. Trotzdem kann man sich ihn da gönnen, aber der AD Carry verliert hier sein Leben. Der Candy Bender platzt einfach nur. Youngbug macht da Schaden ohne Ende. Teleport wurde auch zu Recht abgebrochen. Das wäre naiv gewesen, sich da gegen mehrere Leute reinzustellen, aber Woolite so aggressiv, ja. Springt einfach rein. Ja, und vor allem hat man gesehen, Kenny Panda ist reingegangen, wollte ihn natürlich auch töten, aber man hat gesehen, zwei Angriffe haben wirklich gereicht, um ihn da 70% vom Leben abzuziehen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, wenn du natürlich da die Crits auch landest, machst du extrem viel Schaden durch die Klinge der Unendlichkeit und ja, das ist so schmerzhaft. Er macht einfach abartigen Schaden und wenn er, obwohl, und das obwohl er wirklich so aggressiv reingegangen ist. Wir sehen das jetzt hier, Unlimited und auch Broken Shard gehen hier sehr aggressiv rein. Er blockt mit dem Schild nochmal einiges ab und Woolite springt einfach rein, flasht dann aber nochmal aus dem Kataklysmus so ein bisschen raus und jetzt Kenny Panda wirklich sofort einfach tot. Ja, wurde Teleport. Aber auch von Braum markiert, was ja. Ja ebenfalls so ein Punkt ist, wo Braum seine Rolle wunderbar erfüllt. Alles, was so ein bisschen durcheinander ist, er muss jeden nur einmal angreifen. Das ist sein Ziel, weil die Markierung wurde ein bisschen genervt, so was die Dauer angeht. Trotzdem ist es noch eine Ewigkeit, wenn man bedenkt, wie lange sich teilweise einige Kämpfe strecken. Wirklich sehr aggressiv von Woolite, sind wir nicht gewöhnt, hat sich aber gelohnt. Vor allen Dingen hat man die Flashlosigkeit von Jesses knallhart ausgenutzt. Also man hat sich ja sofort auf den draufgestürzt. Ja, und das war auch genau richtig, muss man wirklich dazu sagen. Denn von ihm geht ja auch eine Menge Schaden aus. Und wenn man ihn rausnehmen kann direkt am Anfang des Kampfs, er konnte ja nicht mal irgendwie eine ordentliche Kombination durch seine Ulti oder sonst irgendwas benutzen, weil er einfach sofort geplatzt ist und es sieht auch nicht danach aus, als ob er jetzt momentan schon auf ein defensives Item geht. Also das Stundenglas wird auf jeden Fall noch einige Zeit brauchen, bis es dann auch in seinem Gepäck ist. Wow, Drache wird hier nochmal ganz einfach abgeholt. Oh, jetzt versucht der Kollege aber nochmal reinzugehen. Broken Shard, niemand eingesperrt. Die Leute dazu mobil, wieder Woolite weit vorne. Jesus muss sich da ihm alleine stellen, aber dieser Jordel kann ihn da locker vernichten. Jetzt natürlich Sven Skeren im Fokus. Niemand kümmert sich um Woolite. Er rastet hier komplett aus. Ein rated schöner Weg, aber ein bisschen irritierend. Wir haben mittlerweile den Triple Kill. Penta-Gefahr ist mehr oder weniger da, aber ich denke nicht, dass Freddy sich hier nach unten portet. Ja, und da sieht man einfach die Stärke. Je höher Level die Tristana ist, desto weiter kann sie einfach von den Zielen entfernt stehen. Man wird sich hier mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar um den Baron kümmern können, weil Sven Skeren ist tot. Und der Schaden, den hier Woolite am Baron macht, das ist ja richtig schlimm. Vor allem, er steht einfach extrem weit raus und muss ja nicht beschossen werden. Broken Shot wird immer wieder von Sorin da unterstützt. Und das ist halt so der große Vorteil. Man gewinnt einen wirklich sehr leichten, dezenten Kampf. Kopenhagen wirft sich bis jetzt um alle Objekte gekümmert. Ne? Alle Drachen, alle Baron sich geschnappt. Und was ist mit SK los? Sie waren vorher absoluter Favorit, haben ständig Alliance gejagt und jetzt rückt das 11-11 ziemlich nah ran. Ja, und man sieht auch, dass da wirklich auch schon gute Spieler auch auf jeden Fall ausgetauscht wurden. Wenn wir jetzt auf Sorin gucken, 6-1-4 liegt da vom Farm her wirklich mit Abstand vorne. 309 Vasallen hat er in der 27. Minute erledigt. Und das, obwohl es wirklich zu so vielen Kämpfen kam und er so viele Kills auch selber bekommen hat. Also das muss man auf jeden Fall erstmal nachmachen. Da macht er momentan echt einen guten Job. Und wir sehen das ja auch am Goldvorteil. Der eine Kampf jetzt hat den Goldvorteil von den Kopenhagen Wolves natürlich um einiges in die Höhe getrieben. 7000 Gold inzwischen schon, fast 8000 sogar. Also da muss man natürlich jetzt aufpassen auf seitens von SK. Vor allen Dingen, weil man auch irgendwie jetzt Woolite rausnehmen muss. Sobald er wirklich frei stehen kann und schießen kann,
dann platzen die Ziele wirklich. Das ist nicht einfach. Dank seiner Mobilität kommt er gut weg. Und sollte mal der Raketensprung nicht zur Verfügung sein, hat er immer noch seine Ulti. Ein paar Mal hat er sie aggressiv benutzt. Also Jazz muss er das selbst zu spüren bekommen, wenn da hier die 300 Schaden auf ihn warten. Jagenbug, ist das hier der alte Kragas oder was? Macht er extrem viel Schaden mit der Todessaube um den Fluch. Wirklich gut dabei gewesen. Damit hat auch Kenny Peter gar nicht gerechnet. Ja, und das hat, da sieht man die Stärke von der Flucht des Lichts. Er geht hier auch super aggressiv rein. Kataklysm sitzt und die Schockwelle zerfetzt hier einfach die Evelyn. Keine Möglichkeit für Senskeren wegzukommen. Auch Wulite macht, was er will mit den ganzen Geschossen, die er austeilt. Wunderschön, springt er nochmal weg. Die Lanze konnte da den Kollegen aufspießen. Vier Leute down und ich glaube nicht, dass man das Ganze hier irgendwie noch verteidigen kann. Nee, da hat man einfach gesehen, wenn selbst der Gragas hier wirklich schon einen nach dem anderen erledigen kann und so viel Schaden rausdrückt, da kann man auch nicht mal Wulite fokussen. Man muss wirklich auch selbst Gragas raus im Todesurteil, wurde natürlich nochmal gelandet. Oh, Broken Shard. Ganz wenig Leben. Und dieser Sieg geht einfach locker an die Korbmagenwulfs. Das haben sie sehr schön gemacht und sie feiern sich natürlich auch. Das ist auch genau richtig. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Sie mussten sich natürlich beweisen. Wie gesagt, zwei Leute wurden ersetzt. Counterart und der Kollege Airwake sind jetzt hier ein bisschen auf der Ersatzbank. Und man merkt, dass da die Stimmung in dem Team sehr...